XCOM War of the Chosen, Folge 91. Wir stehen kurz vorm Übergang in den Bereich des Hexenmeisters. Das tun wir jetzt auch. Bereit machen für den Transport. Sie wissen, wie das abläuft. Sehr gut, kleine Menschlein. Kommt nur. Ihr werdet wie Motten von der Flamme meines Genies verzehrt werden. Ich musste lachen. Die Marionetten der Ältesten kommen. So, ich glaube, ich würde lieber den Codex. Und der ist mir jetzt einfach davon geeilt. Was aber nicht schlimm ist, weil. Weil da vorne meine restlichen XCOM-Leute stehen und die werden dem schon Mordes lernen. Okay. Genau. Vielleicht gehen wir ein bisschen näher ran. Wenn es sein muss. Den habe ich ganz sicher erwischt. Schön. Haken raus. Vor. Bin dabei. Werfe Haken. Die bleiben, beiden bleiben mal schön oben, die beiden Scharfschützen. Geht in Ordnung. Biete Feuerschutz. Nein, generell kann es gar nicht mal schaden, wenn da ein paar Leute oben sind. Kommt er. Wenn ihr nur die Wahrheit kanntet, die Macht in meinen Händen, ihr würdet vor mir auf die Knie gehen. Schade. Dann lasst uns beginnen. Also gut, Männer, Sie wissen, was zu tun ist. Kämpfen oder sterben. Zumindest sagt das Menschlein die Wahrheit. Ja. Ach, der ist geschützt vor Explosionen, ne? Vielleicht kann man die Säule da zerstören? Nee, auch nicht. Das hat nichts gebracht, das war... auf gut Deutsch, Kokolores. Was bringt mir das, wenn ich die Entladung mache? Kleiner Stromschlag gefällig. Wir probieren es mal. Ach, schau mal. Das war doch ganz gut. So, einmal so. Ja. Ja, deswegen benutze ich sie auch bei dir.
Guck mal. Also gut, fangen wir an. Also du bist mit Abstand der schwächste Chosen, den ich hier hatte, ja. Ach, das ist ja ein Witz, ist das. Entschuldigung. Kann ich nicht ernst nehmen, sowas. Anscheinend funktioniert dieses Gerät so ähnlich wie der vorherige Kondensator. Ich empfehle schnellstens, den Startmechanismus zu deaktivieren, damit der Auserwählte sich nicht mehr regenerieren kann. Alles klar, Doktor. Jagen wir das Ding hoch. Salve. Verstanden. Rücke ab. Geht klar. Muss ich jetzt runter, weil ich nicht genug Reichweite habe, um dieses Ding anzugreifen. Das ist natürlich schon ärgerlich. Das ist echt alles ein einziger. Junge. Wach endlich auf. Das kann ich. Das kann nicht dein Ernst sein, ey. Oder? Durch die Beschädigung am Kondensator wurde der Regenerationsprozess unterbrochen. Ich denke, das wäre die Gelegenheit, den Auserwählten auszuschalten. Dann wissen Sie, was zu tun ist. Schalten Sie diese Kreatur aus. Ich sehe ihn ja gar nicht, den Auserwählten. Meine, kannst du nicht so einen einzelnen Deppen dahin schicken. Also mal ganz ehrlich hier. Diese Rüstung ist stark. Unmöglich. Die Ältesten sind still. Bleib, Dämonen. Ich werde sie für diesen so. Und tschüss. Das war's, meine Freunde, das war's. Wir haben es geschafft. Es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft, Commander. Wenn wir nur das Gesicht der Ältesten sehen könnten. Eine ausgezeichnete Mission mit 21 getöteten. Das muss was Besonderes sein hier, nicht so was Ultra-Hässliches.
Ich fürchte, dass wir es ihnen damit nur leichter machen, unsere Leute zu katalogisieren. Ja. Trotz all der Zerstörung, die XCOM zu verantworten hat, weigern sie sich, die Wege der alten Welt zu verlassen. Sie werden ihre mutwilligen und rücksichtslosen Verbrechen fortführen, bis alles um sie herum brennt. Tutep hat den meisten Schaden gemacht. Aha. Dass sie uns dabei helfen, diese Gefahr für immer zu... Ja, mit seinem... Ihr Sieg über diesen unsterblichen Diener der Ältesten wird allen Hoffnung geben, die seinen Tod für unmöglich hielten. Das Disruptorgewehr des Hexers. Okay, was ist denn ein Disruptorgewehr? Obwohl sich der auserwählte Hexer primär auf seine mächtigen Psionik-Angriffe verlässt, kann er auf ein ungewöhnliches Gewehr zurückgreifen, das sich völlig von den Waffen der konventionellen Advent-Truppen unterscheidet. Und Soldaten können es sicher kaum erwarten, die neue Trophäe auszuprobieren. Stimmt. Tutep ist erschüttert. Okay. Ja. Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. Ich würde gern die... Commander, wir haben bereits beträchtliche Ressourcen in das aktuelle Forschungsprojekt gesteckt. Wir können trotzdem zu etwas anderem übergehen, wenn Sie wollen. Nee, wollen wir nicht. Tja. Das ist natürlich irgendwie jetzt ein bisschen unspektakulär gewesen, das Ende, oder? Ich meine, jetzt das war jetzt ein Riesenschritt eigentlich, den letzten Ältesten zu töten. Jetzt gehen wir einfach zur Tagesordnung über. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Soweit ist schon gekommen. Soweit ist schon gekommen, dass ich jetzt mit der Droganova loslaufen muss, weil alle anderen quasi im Popo sind. Na gut, und sogar Lieutenant am Start. Ach Gott, ach Gott. Einen einzigen Colonel, den Warden. Ist beides gut. Was soll man da überragen? Der Stecher. Alles überragend. Moment. Druganova kriegt was? Ach, das gebe ich ja nicht. Die spiele ich zu selten. Ist okay, das können wir machen. Ist auch okay. Ja, ist auch okay. Gut. Was geben wir an Ausrüstung? Die Schnitter-Servo-Rüstung. Okay, Claymore. Geht auch nichts anderes. Das ist alles ein bisschen... Ja. Alles ein bisschen dünn. So. Hier ein Spezialist. Mal die Bohrausrüstung mit dem Plasmawerfer.
Und einmal Nanokit. Okay. Dann habe ich nochmal einen Ranger. Ja, besser als nix. Ausrüstung. Achso, du könntest Arashi sogar haben. Na, bleib mal bei deiner Waffe. So. Wobei, nee. Die dicke Rüstung hier oben, da können wir durch Spinnenanzug draus machen. Dann er hier, der Scharfschütze. Der hat ja gar nichts, ey. Das ist ja das Letzte. Die Nachtlanze. Suchgeschoss. Und so. Und was haben wir noch hier, den da hinten? Das ist ja okay. Eine Gurkentruppe. Aber meine Gurkentruppe. Bisschen enttäuscht jetzt. Joe tot, Affe tot, Klappe zu oder wie oder was? Hochrangiger Advent-Offizier bewegt sich mit einer kleinen Eskorte durchs Gebiet. Das könnte eine Chance für uns sein, ihre aktuellen Operationen zu stören und ihre Kommandostruktur zu schwächen. Ihr Befehl lautet, den Offizier mit allen Mitteln auszuschalten. Manus 1-5, wir orten den Advent-General und seine Eskorte, kennen seine genaue Position jedoch nicht. Durchsuchen Sie das Gebiet und eliminieren Sie das Ziel und alle weiteren Feinde, die Ihnen im Weg stehen. Los geht's. Die Dragunova, die kann richtig weit rennen. Das fällt mir immer wieder auf. Ein richtig agiles Mädchen. Los geht's. Eigentlich hätte ich auch der Tante die Katanas in die Hand drücken können, warum habe ich das jetzt eigentlich nicht gemacht? Los, los, los! Oder ihm. Tempo. Tempo. Und immer ein frisches Taschentuch. Das gibt's doch nicht. Wo sind denn die Gegner? Wird gemacht. Da rennst du durch das Ding durch und siehst keinen einzigen Feind. Das ist ja ein bisschen. Das habe ich auch gemeint, ne? Dieser Leerlauf hier. Was bringt mir denn das hier? Spielerisch gesehen. Bewegung, Bewegung! Spurte los! Thank you.
diese Geräusche? Da oben tut sich offensichtlich was, aber... Pff, ja. Wird erledigt. Bin gleich da. Ich sehe mehr als das nackte Auge. Ah, da ist was, okay. Alien-Patrouille in der Nähe. Endlich will man fast sagen, weil das ist ja wirklich... Ah, guck mal einer an. Tinker, mein Freund. Tinker, du alter Stinker. In Ordnung. Wild Child. Ja, nun. Schon dabei. Ist das der General da hinten? Feindlicher Trupp entdeckt. Zielposition bestätigt. Ah ja. Zielidentität bestätigt. Das ist der General. Erledigen Sie ihn, bevor er fliehen kann. Wir haben nur diese eine Chance. Tja, naja gut. Ich glaube, wir machen an der Stelle mal Schluss. Und ich glaube nicht, dass die Mission besonders schwierig sein wird. Egal. Beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.